Hallo? Rolf Ziller hier wieder. Wozzy. Mit einer fast leeren Uzi. Und einer Nagelpistole. In der Medic. Eingeloggt. Risiko, wie immer. Ja, scheiß drauf. Nichts zu finden. Nichts zu finden. Warum? Was ist nicht gut hier? So, ist jemand auf Dach? Nix, Dach? Hätte auch schon geschossen. Es ist so leer. Zu leer. Oh. Soll's, ich will hier auf jeden Fall nicht bleiben. Ich will hier nicht bleiben. Deswegen, tschüss. Jetzt wird's laut, wenn ich hier reingehe. Na, ich gehe nicht rein. Scheißendreck. Und das war's. Sehr unpräzise über die Distanz. Muss ich feststellen. Ja gut, ist halt eine Nagelpistole, ne? Kann man nichts erwarten. Deutlich präziser. Das formschöne Rambo-Messer. Ja, ihr kennt mich. Vorsichtig wie eh und je. Schleiche ich galoppierend und filigran, grazil in die Police, ohne dass mich irgendjemand bemerkt. Ich müsste noch so einen Topf haben und einen Löffel, wo ich dann so ein bisschen schlage. Da ist aber einer, oder? Ich meine, ich habe einen gehört. Oh. Ja, da ist einer. Nice. Ich weiß aber was. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Wenn er da drin bleibt, was ich hoffe, könnte er gleich ein Problem kriegen, wenn ich es motorisch auf die Kette kriege. Und ich kriege es nicht auf die Kette. Das heißt, ich muss Risiko machen hier. Also mein Plan ist es, ich kann es ja sagen, er hört mich nicht, hier auf den Zaun zu steigen. Dann könnte ich ihn nämlich erledigen.
mit einem Schuss durch das Fenster. Hallo. Nein, sag es nicht. Ey, Leute. Der wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, was macht der Idiot da? Und genau. Das frage ich mich auch. Erwischt. Tut mir auch sehr leid. Irgendwo. Aber irgendwo auch nicht. Ne? Das ist halt... es ist halt Erfahrung. Es sind Erfahrungswerte. Ja, es tut mir irgendwie, tut es mir wirklich leid. Was nehme ich denn jetzt mit? Die Nagelpistole ist leer. Weg. Also das nehme ich mit. Und Mini-Ladestreifen brauche ich nicht. Die Pistolen-Schalldämpfer. Ne, also er hatte auch nicht wirklich was. Er hatte die Nagelpistole. Und ich nehme Antibiotika mit. Weil, nö. Schalldämpfer, P90. Habe ich eine P90 dabei? Nein. So, das sind halt die Sachen, die ich gebrauchen kann. Die habe ich halt auf 3 bis 6 gelegt. Und, ja. Jetzt bin ich am Arsch. Weil ich... Nein, ich bin nicht am Arsch. Ich hab jetzt eine Evo. Na gut, auch nicht viel mehr Munition. Aber immerhin. Gucken wir nochmal. Oh, schön. Vielleicht finden wir was. Rucksack ist voll. Schmeiße ich einmal den Entfernungsmesser raus. Wie viel zu viel Gewicht? Zu viel Gewicht ist gut. Weil es könnte eine schwere Waffe sein. Schwere Waffen könnten Sniper sein. Es ist G36. Ein Z ist gut. Jetzt ist die Frage. Kriege ich die Uzi noch? Nee, kriege ich nicht, ne? Aber, Trick 17. Das ist jetzt zweimal Mini-Sense. Sehr gut. Also nicht, dass ich die Uzi partout behalten will. So, ich stelle wieder auf Automatik. Aber... ich will natürlich nicht, dass sich einer die Uzi krallt und mir damit in den Rücken schießt. Und das war's schon. Danke für die Aufmerksamkeit. Falls ihr das Spiel gespielt oder gespielt habt und das noch nicht kanntet mit der Stelle, ist jetzt nichts Wahnwitziges, aber ist ganz nice. Ihr seht, manchmal lohnt es sich. Und dann könnt ihr vielleicht einen kleinen Daumen nach oben lassen. Und ich hoffe, ihr seht noch was, weil es ist mittlerweile sehr, sehr dunkel. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!